Hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem kleinen, aber feinen Kanal Klemmbausteinspaß. Heute mal nur indirekt mit der Shop was zu tun hat. Und zwar habe ich ein paar schöne preiswerte Sachen eingekauft. Und ich dachte, wir machen da mal ein kleines Haul-Video und ich zeige euch mal, was ich so geshoppt habe. So, da, ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Als erstes ein schönes Paket. Ich glaube, das war sogar von Amazon. Und zwar gab es den schönen Handschuh im Angebot. Eigentlich wollte ich ihn ja nie so richtig haben. Hat mich irgendwie noch nicht so richtig gehypt, ehrlicherweise. Jetzt habe ich mir doch geholt. Und zwar, weil es dies ja noch einen neuen gibt. Und zwar den von Iron Man. Schön in Rot gehalten. Den Nano Gauntlet. Deswegen habe ich mir den jetzt geholt, weil wenn einen, muss man dann beide haben. Ne? Deswegen Thanos sein Handschuh. Mal gucken, werde ich wohl demnächst mal gleich aufbauen. Und dann, vielleicht machen wir mal ein Speedbuild raus. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Dann gab es noch ein schönes Angebot bei Amazon. Habe ich auch mal zugeschlagen, um meine Helm-Collection zu vervollständigen. Da habe ich mir den Mandalorianer-Helm gekauft. War ein super Angebot. Knapp 35 Euro, glaube ich. Runtergesetzt. Kann man mitnehmen. Aber gut, Spaß ist genehmigt. Dann gab es noch ein super Angebot bei Amazon. Und zwar habe ich mir preiswert drei Speed Champions rausgelassen. Also zum einen der Lamborghini. Zum anderen der Toyota. Und als drittes der Ferrari. Die gab es alle drei gut im Angebot. Ich habe zusammen nicht mehr als 45 Euro, glaube ich, bezahlt. Ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, aber müsste sowas in dem Dreh gewesen sein. Ja, war also auch gut erschwinglich. Und dann habe ich mir noch was in einem meiner Favorite Shops rausgelassen. Und zwar bei steinehelden.de. Das ist ein Shop in Kaiserslautern, die mit körperlich Beeinträchtigten arbeiten. Was der ganze nicht hauptsächlich ist, ganz im Gegenteil. Und die hauen auch sehr gute Angebote mal raus. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, steinehelden.de, kann ich euch nur empfehlen. Ich blende das auch nochmal ein. Da bekommt ihr sehr gute Angebote. Ihr könnt auch gerne mal bei Brickmotch nachgucken, wo Angebote sind, da könnt ihr euch auch Rebellalarm sein und dann werdet ihr feststellen, dass da ziemlich oft Steinehelden dabei ist. Und zwar habe ich mir ein Minecraft-Set rausgelassen und zwar den Fuchsbau bzw. die Fuchslodge 21178. Kostet bei Lego normalerweise 20 Euro das Set und bei Steinehelden war es für 13,54 sowas in dem Dreh im Angebot. Und deswegen habe ich mir nicht nur eins rausgelassen, nein, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7 und Nummer 8 beziehungsweise 10 muss man können, ne? Ach so, insgesamt waren es 10. Meine beste Hälfte hat da schon mal eine aufgemacht, weil das zeige ich euch gleich, wir werden da mehr mal einmachen. Steinehelden, also wie gesagt, hier Steinehelden kann ich euch nur empfehlen. Und zwar ist das für die Stadt.
In den Minecraft-Sets sind immer sehr gute Basic-Steine drin und nicht nur wenig, sondern ordentlich und Platten. Baseplates in verschiedenen Größen. Und bei der ist sogar eine drin, die so in so preiswerten Sets normalerweise überhaupt nicht findest. Also jedenfalls ist mir davon nichts bekannt. Ich habe jedenfalls noch kein Set gefunden, was unter, sagen wir mal, 50 Euro kostet, wo schlichtweg eine 16x16er Baseplate drin ist. Normalerweise nehme ich die in der Lego-Fabrik mit, in Günzburg, für 9 Euro, 100 Gramm, kommt ungefähr dann raus bei 3 Stück. 3 Stück ergeben knapp 100 Gramm, 9 Euro. So, also macht ein Stückpreis von 3 Euro. Und hier ist schon eine drin für, ne, insgesamt knapp 13,50. Dann lasse ich jetzt mal, guck mal, ich muss jetzt mal ganz sein, ich schüttel das mal aus. Und zwar Basic-Steine. Richtig schöne Basic-Steine. Da ist noch eine schöne 6, 2, 4, 6, 6x10er Platte drin. Eine 4x10er Platte. Die Farben sind mir eigentlich relativ egal, das spielt keine Rolle. Aber hier sind richtig schöne Basic-Steine drin. Und die kriegst du ja normalerweise bei Lego so in kaum noch Sets und schon gar nicht in der Menge. Und das wollte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Nur was in der einen Tüte drin ist, an Basic-Steinen. Wenn ihr einen Unterbau machen wollt oder was Höheres bauen wollt, gerade für den Stadtbau ist das richtig gut interessant. Wenn du massiv Berge bauen willst oder ein bisschen Höhenunterschiede bauen willst, dann brauchst du enorm viel Basic-Steine. So, und jetzt haben wir hier schon, wie ihr sehen könnt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nur in der einen Tüte 14. 2x6 auf Basic-Steine drin. Und in der anderen Tüte sind nochmal zwei weiße drin. Ja, das könnt ihr hier sehen. Sorry fürs Rascheln, die sind hier drin. Ja. Hinzu kommen dann nochmal 2x4er Steine. Und da haben wir auch nochmal schön. Hier sind schon 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Pro Packung gleich nochmal 12 2x4er Steine. Das ist ein super Angebot. Hinzu kommen dann noch 2x2er, die auch nicht gerade wenig drin sind. Hier sind da schon 2, 4, 6, 8, 10. Nur in der Tüte 12 Stück drin. Plus Platten. Die weißen kann ich sehr gut fürs Winterdorf als Untergrund für die Schneelandschaft benutzen. Hier ist sogar eine 2x4er Fliese drin in Weiß. Hier sind noch diverse Fliesen drin. In Orange, Weiß, Jumper Plates, 1x1er Basic Steine, beziehungsweise Bricks. Hier ist auch nochmal ein 2x4er drin. Zwei sogar in Weiß. Basic Steine mit Platte. 6x6er Platte, also das lohnt sich wirklich richtig. Und das für den Preis kann ich euch nur empfehlen. Ja, Spitze. Telefon bimmelt immer dann, wenn man es garantiert nicht gebrauchen kann. Ist halt so. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Basic Steine, genau. So. Wie ihr seht, haben wir da noch eine Menge von. Wir können auch mal spontan hier in die Anleitung reinschauen. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr. Also hier, wie ihr seht, die große Baseplate 16x16 und dann hier und da kleinere. Wie gesagt, wenn die Farben jetzt nichts ausmachen, wie das Orange oder sowas, da sind die einfach top. Gerade wenn man Milzunterbau macht zum Beispiel und die dann landschaftlich eh nochmal überbaut, da ist es vollkommen egal, was für Platten ihr drunter legt. Und so mache ich das dann auch. Deswegen ist mir das wurscht, ob da eine Orange drunter ist oder eine blaue, die ich sonst gar nicht brauchen würde.
Und deswegen ist das eigentlich ein super Angebot und deswegen habe ich mir das auch gleich mal so oft rausgelassen, weil lohnt sich. Gesehen habe ich damals zum ersten Mal beim Pokis Steine Shop. Grüße gehen raus. Der das bei Instagram mal veröffentlicht hat und da habe ich dann mal genauer nachgeguckt und gesagt, wenn da ein Angebot ist, dann greifen wir zu. Weil es sind da nicht nur die Basic-Steine, die da drin sind, weil es sind da, wie ihr hier zum Beispiel seht, Jumper-Plates drin, die ich gerne benutze für die Figuren zum Hinstellen. Man kann da zwar auch die 1x1er nehmen oder die 1x2er, aber halt auch die Jumper-Plates und da hast du hier weiße drin, braune drin, graue drin, also es lohnt sich dann schon. Figuren, Füße, also beziehungsweise Minifiguren, Beine, der Oberkörper, ist dann doch schon wieder ein bisschen mehr, speziell für Minecraft. Die Köpfe kann man austauschen, du hast dann hier nochmal orange Beine. Also wie ihr seht, das geht dann schon. Dann gibt es hier auch nochmal Fliesenplatten, die man verwenden kann, Fliesenplatten sage ich schon, bedruckte Fliesen, die man hier und da verwenden kann, einbauen kann, sei es in einem Building, also in einem Gebäude als Wandbild etc. Also da hat es vielfältige Möglichkeiten gegeben, die man ausnutzen kann. Ja, wie ihr seht, das ist mal so der kleine, aber feine Haul, den ich mir rausgelassen habe, den ich euch mal unbedingt zeigen wollte. Und ich denke, für mich hat sich das gelohnt. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr darüber denkt, ob ihr das ebenfalls machen würdet oder ob das für euch gar nicht in Frage kommt. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, würde mich freuen, beziehungsweise freut mich sehr über jeden, der neu dazukommt oder mir die Videos anschaut. Kommentiert gerne, lasst gerne ein Like da. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, habt Spaß am Video und bis zum nächsten Mal. Bye bye und danke fürs Zuschauen.